Hey ho und damit wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit mir Bytekrieger. Wir spielen Hogwarts Legacy. Ich habe online schon mal bei Wizarding World einen Test gemacht und da ist eben rausgekommen, ich bin im Haus Ravenclaw gelandet. Ich habe einen Zauberstab aus Kiefernholz, 14,5 Zoll unnachgiebig mit einem Kern aus Einhornhaar. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich hätte mir irgendwas gewünscht, dass ein Drache dabei war. Aber, wie gesagt, der Zauberer sucht sich nicht den Zauberstab, sondern der Zauberstab sucht sich den Zauberer. Wir fangen an. Los geht's. Das Hardware-Benchmark habe ich schon durchgemacht. Wir überspringen das Ganze mal. Hier müssen wir das Bild so einstellen, dass es beinahe unsichtbar ist. Ja, es gibt quasi auch noch ein Tutorial für euch, wie ihr Hogwarts Legacy einstellt. Wir gehen mal weiter. Und es geht los. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Ja, wir starten nicht im 1. Schuljahr, wir starten im 5. Schuljahr. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftsmäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjährigen die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Ja, wir werden uns bestimmt dran halten. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elsa Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und an der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley. Wir haben den Weasley als Schulleiter. Stellvertretende Schulleiterin. Okay, dann fangen wir doch mal an. Wir können uns einen Charakter erstellen. Okay. Ich habe es jetzt vorher nicht ausprobiert. Ich habe nur geschaut, dass der Controller läuft. Das heißt, ich weiß hier echt überhaupt nichts. Ich habe natürlich ein paar Gameplay-Videos vorab gesehen, von den Demo-Versionen und so weiter. Irgendwie gefällt hier mir gar nicht so richtig. Wir könnten mal einen auf Lockhart machen hier. Der war auch in Ravenclaw. Ist aber jetzt nicht so meins. Lange Haare sind auf jeden Fall geil. Oder auch nicht. Wie sieht er denn aus? Ah, er hat irgendwas. So ein bisschen psychopathisch drauf. Ja, da können wir die Gesichtszüge noch ein bisschen einstellen. Ich glaube, da kann man sich endlos spielen. Wirklich. Aber ich finde das hier eigentlich ganz gut. So ein bisschen jugendlicher noch. Das passt so in die 5. Klasse. Eine Brille. Warum nicht? Wirkt immer ein bisschen intelligenter. Ja. Zur Frisur. Da können wir auch noch ein bisschen was machen. Ja, nein. Das nicht unbedingt. Nein. Können ja auch mal so eine Frisur nehmen, die ich habe. Ja, das kommt schon eher hin. Ich glaube, dabei bleibe ich jetzt auch. Die Haarfarbe passen wir auch noch ein bisschen an. Ja, die Gesichtsfarbe können wir hier einstellen. Ich weiß gar nicht, was sich da ändert. Ah, okay, wir werden so ein bisschen blasser. Ja, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Sommersprossen dürfen ein paar ruhig sein. Muttermale nicht, nee, lieber Sommersprossen. Narben? Nee. Obwohl, Harry Potter hat ja auch eine Narbe. Wäre vielleicht auch interessant. Das ist so eine Lichtenberg-Figur. Sieht ein bisschen so aus. Glaubt es, nehme ich.
Das ist geil. Die Augenfarbe, ich möchte gerne grüne Augen haben, wenn das geht. Das geht bestimmt, oder? Ja. Genial. Augenbrauen können wir auch noch ein bisschen in die richtige Richtung. Ja, ein bisschen noch. Genauso. Ah, ein bisschen noch rüber. So passt es, denke ich. Und da können wir hier noch ein bisschen die Form anpassen. Das sieht so ein bisschen intelligent aus, finde ich. Aber auch schon fast ein bisschen zu überheblich. Was gibt's denn noch so? Es gibt noch gar keine Augenbrauen. Das sieht ja wirklich ein bisschen blöd aus. Ja, das finde ich gut. So, Stimme 1 und Stimme 2 können wir uns mal anhören. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Das war gar nicht schlecht. Ja, Stimme 1, glaube ich, passt besser zu diesem Charakter. Von mir aus kann's losgehen. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Hört sich fast nach Lehrer an. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Das, glaube ich, denke ich, könnte passen. Ich glaube, Hogwarts Legacy ist nicht so anspruchsvoll. Ich gehe mal auf schwer. Und gib deinem Charakter einen Namen. Ja, was wir da nehmen, ist wahrscheinlich schon klar. Ich werde jetzt nicht meinen Nachnamen da reinschreiben. Aber vielleicht mal meinen Vornamen. Ich bin Mark. Und wir können ja als Nachname einfach mal Beidkrieger nehmen. Das ist ja auch mein Kanalname hier. Wir sind im Schlafsaal der Zauberer natürlich. Hexe wäre irgendwie auch lustig. Dann könnten wir uns da mal umschauen. Aber nein, das machen wir jetzt nicht. Beginne deine Reise. Hallo, los geht's. Fängt ja schon mal toll an. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Da geht's los. Ich denke mal, da hängen Testrale vorne dran. Oder sie ist einfach verzaubert. Und wir haben ja schon irgendwie einen kleinen Kanonbruch. Denn man kann ja eigentlich nur irgendwo hin apparieren, wo man schon vorher war. Aber vielleicht war er schon mal irgendwann dort. Ist einfach nur vergesslich. Damit man ihm erklären muss, wo er hin muss. Die Musik ist ja auch schon mal geil. Ist jetzt nicht die originale Musik. Aber kommt gut ran, würde ich sagen. Gut, dich noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung?
Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Das waren wohl ein Portschlüssel. Und die Testrale sehen wir jetzt auch. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Ja, dann werden wir den mal nehmen, würde ich sagen. Den kennen wir ja schon aus dem 2. Harry Potter-Teil. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Mhm. Ich würde aber ganz gerne mich trotzdem mal hier umsehen. Ja, die Testrale können wir jetzt sehen, weil wir haben George sterben sehen. Und ich vermute, er hat vorher noch nie jemanden sterben sehen. Sonst hätte er die Testrale schon vorher gesehen. Schauen wir uns mal um. Eine schwebende Insel. Nee, nicht ganz schwebend.
uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weil er weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Ja. Jetzt kann ich wieder steuern. Schön aufpassen. Okay, ich kann die Sachen kaputt treten. Das ist interessant. Kann ich die auch aufheben oder so? Nö. Okay. An die Steuerung muss ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen, glaube ich. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Ja, dann immer hinterher. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Mhm. Drücke RT, um einen Basiszauber zu wirken. Okay. RT. Habe ich gedrückt. Okay. Muss ich irgendwas anderes vielleicht drücken? Okay, so kann man es anvisieren. Wie kann ich denn jetzt zaubern? Nee, hier wollen wir hin zaubern. Bin dann bis... Ah! Okay. Wie habe ich das gerade angestellt? Ich bin hier richtig lost irgendwie. Ne? Ah, okay. Ausgezeichnet. Man muss tatsächlich RT mehrmals drücken. Nutze deine Kamera R, um ein aktives Ziel zu wählen. Einige Spieler bevorzugen es, Ziele auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Ja, weiß ich noch nicht. Werden wir bestimmt mal ausprobieren. Jetzt lassen wir es erstmal auf Standard. Das war etwas holpriger als erwartet. Aber jetzt kann ich die ja... Ja, supi. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Kann ich ihn angreifen, oder wie? Ah, okay. Ah, da oben. Also Zielerfassung habe ich schon mal kapiert. Yeah.
Das ist ja mal interessant. Was ist denn das eigentlich für ein Zauber? Hallo? Wie hole ich das Zeug da raus? Also so schon mal nicht, ne? Oder habe ich das... Habe ich den Inhalt schon bekommen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wahrscheinlich habe ich den Inhalt schon bekommen. Gehen wir mal Professor Fick hinterher. Nicht mehr weit. Gleich davon. Zum Glück ist Friendly Fire hier aus. Bleiben Sie ruhig! Reparo! Oha! Er hat es auf jeden Fall richtig drauf hier. Die ganze Brücke einfach zu reparieren. Ist schon krass. Muss man schon sagen. Fast geschafft! Ja, das sieht auch mal cool aus hier. Vielleicht können wir noch ein paar Sachen abstauben. Aber da scheint so nichts drin zu sein. Das wäre natürlich cool gewesen. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Parkschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Mhm. Kann man rennen? Geht das? Okay. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man hier mit dem Trigger das Ganze steuert. Was hier nicht hingehört? Was gehört denn hier nicht hin? Die Statue vielleicht? Professor, die Statue! Vielleicht war dies sein Zuhause? Möglich. Aber es sieht schon geil aus hier. Also ich bin auch jemand, der eher alte Spiele spielt. Und deswegen wahrscheinlich auch noch einiges hier lernen muss. Gerade was die Steuerung angeht. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Ein Portal vielleicht? Was ist das? Professor Pilz! Ah ja, die Szene kenne ich. Das ist aus dem Intro, ne? Aus dem Gameplay-Trailer. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Denk, du kommst da durch, wenn du dich anstrengst. Was mit Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hier unten links steht, weck den Kobold auf. Da die Kobolde in diesem Spiel anscheinend böse sind, ich hoffe mal, dass nicht alle böse sind. Ist das schon risikoreich? Sieht mir ein bisschen aus wie Gringotts. Hey, Mister, ich will Geld abheben. Hallo? Unmöglich.
Einen Moment. Wirkt jetzt nicht sehr bedrohlich. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Muss dann wohl eine Außenstelle sein von Gringotts. Nach Ihnen. Mit so einem Teil wollte ich immer schon mal fahren. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Das Teil dreht sich ja auch während der Fahrt. Sollte es zumindest. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Augen von Ihnen. Diese Verliese sind am neuesten. Es sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Mich würde ja mal Verlies 1 interessieren, wem das gehört. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Also er wirkt da schon ein bisschen bedrohlicher. Gerade mit dem Anzug. Beziehungsweise der Uniform. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Ihre Hilfe. Ja, jetzt kann ich auch wieder steuern an der Stelle. Echt ziemlich cool. Hier liegt irgendwas. Kann ich die aufmachen? Okay. Und ich weiß immer noch nicht, ob mir das... 64 Münzen, jetzt oben rechts steht das. Wir gehen mal rein. Der Kobold hat uns jetzt beim Klauen erwischt. Na supi. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht.
Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Was muss ich da machen? Bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Das war wohl nichts. Okay, ich muss ihn mit L gedrückt halten. Ich check's nicht ganz. Also ich muss einfach drauf gedrückt halten, oder? Nö. Mhm. Ah, okay. Ja, das könnte doch klappen. Ich glaube, ich habe es kapiert. Okay, alles klar. Da haben wir Revelio wahrscheinlich schon erlernt. Können wir das Ganze? Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Ich meine, das habe ich ja gerade schon gesehen. Ist ja nicht so. Vielleicht war das aber auch ein Grafikbug. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Bist du nicht eigentlich der Professor? Und der Schüler soll vorgehen? Naja gut, wir machen es mal. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ja. Besondere Orte haben Schutz vor Disapparieren. Dazu gehört auch Hogwarts und Gringotts und ein paar andere Sachen. Ich glaube, im Zaubereiministerium kann man auch nicht disapparieren. Nur aus den Kaminen mit Flohpulver. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Ja, und was das Leuchten uns zu sagen hat, sehen wir nicht jetzt, sondern im nächsten Part. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.